Hi du, na, willkommen zurück. Ja, ihr habt ja gesehen, in der letzten Folge sind wir jetzt ein bisschen durchs Dorf wieder gerannt, haben ein paar Monster gekillt und jetzt sind wir hier bei dem Haus mit dem roten Schornstein, da wo uns der Kaufmann hingeschickt hat. Ich würde sagen, schaut es euch an, was auf uns zukommt. So, oh, ist von der anderen Seite verschlossen. Schade. Ich dachte, wir kommen jetzt mal hier rein, aber hier können wir das Tor öffnen. Sehr schön, dann können wir gleich zum dicken Kaufmann gehen. Da ging es zum Schloss. Wir müssen uns diese extra Tasche kaufen, sonst habe ich echt keinen Platz mehr. Schade um die Munition. Oh, yes. Das ist eigentlich so fett und wieso greift ihn keiner an? Wie schaut's aus? Till next we Joa, meet. sieht gut aus. Fürs Erste sieht es erstmal gut aus, aber wir kriegen ja anscheinend noch so viele dicke Waffen. Und an der einen Stelle müssen wir eigentlich nochmal zurückgehen, weil da gab es noch die Munition, ne? Die wir gebrauchen können. Ganz dringend sogar. Ach, sieh einer an. Da gibt das alles einen Sinn. Ja, ich komme extra zurück, um mir die Munition zu holen. Hallo? Ja, die Waffe ist schon geil mit den Shots. Wie sieht es eigentlich mit der aus? Die kann jetzt auch schon. Die funktioniert sogar ziemlich gut. Aber ganz ehrlich, ich mag lieber diese beschissene Knarre, weil die einfach irgendwie schon mir gezeigt hat, was sie kann. Mit ihren schönen Headshots und Köpfe wegplatzen lassen. Nicht übel. Anscheinend habe ich das Gefühl, Capcom macht das nur, um einen zu verwirren. Ah, du hast jetzt eigentlich schon so eine Scheißknarre die ganze Zeit. Ja, du Huhn. Da hast du eine Leiter, da gehen wir jetzt hoch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der, was uns hier im Haus erwartet, ob wir da überhaupt reinkommen. Ah. Seht ihr? Das meine ich. Schon infiziert? Er hat da hier unten irgendwie so rumgeschaut. Oh. Hier ist kein. Ah, eine Schatulle. Eine Kritzelei. Hab Mutter Miranda zwei Ziegen geopfert. Habe Mutter Miranda Wolle gebracht. Sie hat mir aufgetragen, in den nächsten Tagen Medizin und Werkzeug für sie zu beschaffen. Ich frage mich bloß, wozu? Keine Nachricht von Mutter Miranda. Das Vieh ist völlig außer Kontrolle. Mir wurde aufgetragen, das Verlangte bei Sonnenaufgang in die monolithische Kirche zu bringen. Was ich dort sah, war schauderhaft. Die ehrenwerten vier Grafen und Gräfinnen waren da und Mutter Miranda hatte ein Kind auf dem Arm. Sie flüsterte etwas und berührte das Kind. Es fällt mir schwer, es in Worte zu fassen, aber das Kind wurde zu einem weißen Kristall. Denn dann hat sie. Ich konnte mich beherrschen und fragte sie, warum sie das macht. Aber Mutter Miranda lächelte nur und sagte: Das ist das auserwählte Kind. Was auch geschehen mag, es wird seine ursprüngliche Form zurückerlangen. Dann gab sie jedem der vier einen Teil der Kristalle in einer Art Fläschchen und sie verschwanden. Ah, also in der gelben Flasche sind jetzt die ganzen Teile von Rose drin. Krass, ekelhaft. Deine Tochter ist jetzt in so einem gelben Behälter drin. Mann, Mann, Mann. Ich vergaß völlig, mich vor Mutter zu verbeugen, bevor ich weglief. Ich zitterte noch immer. Was hat sie getan? Wer ist dieses Kind? Und noch ein Tagebuch. Nein, das Papier wollte ich eigentlich haben. Die geflügelten Schlüssel ist lediglich ein Teil eines Ganzen. Drei weitere Teile vervollständigen ihn.
Ah. Ja, dann gib mir den doch einfach. Aha. Oho. Damn it. Better see the Duke again. Falls wir das einfach so durch können, ohne Probleme. Irgendwo rasch jetzt in den Gebüschen. Und der nächste Dialog. How was it? Did you learn anything? I found these feathers. Now tell me how to fix this like you said you would. Settle down. First you must use that key and collect all of your little roses flasks. Where are the rest of them? There are four in total. You have the one, and the other lords have the rest. Lords? Mother Miranda is the cold, calculating ruler of this village. Four lords serve under her. The first you've already met, the Lady Dimitrescu. The second lives deep in a valley of mist, the dollmaker, Donna Beneviento. None of her playmates have ever come back from that dank old estate. The third is Moreau, a being of twisted flesh that lives in the reservoir past the windmills. It is said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous is Heisenberg. He works in his factory on the village outskirts. And the project. Let's just say parts of the human imagination are better left alone. Ja, die haben wir schon nach Hause geschickt. Donner. Und hier haben wir. Okay. Der war nur drei auf der Karte. If you truly wish to save your daughter, you must first gather the four flasks. I'll do you a personal favor. I've marked the Lord's locations on your map. Some treasures still lurk in this village. I'm sure each one will prove of great use to you. Why are you doing all this? Why, it's all part of our first-class customer service. Please do come again soon. Na, Fetti. Aber nett, dass er uns hilft. Was? Das nicht? Ne, da fehlt anscheinend noch was, okay. Ah. Da kommen wir doch gar nicht mehr hin, oder? Ohne weiteres. Oh, guck mal, übersehen, Schießpulver. Auch gut. So, hier genau, hier war das. Ja. Aber hier waren wir doch schon, oder nicht? Einmal rum. Und die Frage, wann der Große mit dem Hammer eigentlich mal wiederkommt. Ach so, hier kommen wir gar nicht rein, oder? Sehr geehrte Besucher, aufgrund der langen Abwesenheit des Geigenbauers habe ich seinen Schlüssel in Verwahrung genommen. Wer ihn braucht, möge sich bitte bei mir melden. Grüße, Josef Simon Gerter des Hauses Benevenito, okay? Aha, okay. Und hier in dem Haus ist dann quasi eine Truhe.
Okay. Wie kommen wir jetzt hier runter? Ja, hier lang. Es ist wirklich erstaunlich, das Spiel. Ja, wirklich. Es ist... Falsche Taste. Ah. Kommen wir gar nicht durch, weil da so ein... Da will ich überhaupt nicht durchkrabbeln, der Penner. Also hier in dem Haus ist auch noch ein... So ein... Irgendeins in der Nähe, was ich gleich neben greifbar in der Nähe habe, das ist, hier haben wir einfach, das ist, und das haben wir hier, Waffen in der Wassermühle. Wo kommen wir dann nochmal hin? Eigentlich ja. Na, probieren wir unser Glück mal, falls nicht irgendwas hier zugebaut ist. Scheiß Viecher, die haben einfach hier den Heuwagen dahin geworfen. Über diesen Wagen werde ich mich, glaube ich, mehrmals noch aufregen. Hier einmal kurbeln. Da. Dankeschön, nimm den wieder mit. Eigentlich müsste das doch komplett im Brand sein, oder? Boah. Okay. Okay, ist wieder ab, ja. Na? Jetzt haben wir die alle. Okay. Yes. Und hier ist diese besagte Truhe. Heizkette, Luisas Heizkette. Schon wieder. Das sind also einfach nur Schätze, die wir sammeln können. Nur falsche Taste. Erledigt, abgehakt. Hier im Dorf, aber hier müssen wir irgendwie nochmal hinkommen. Haben wir nicht noch einen Dietrich? Dann können wir eigentlich mal da ins Haus gehen. Sorry, aber das sah jetzt gerade aus wie fliegende Insekten eigentlich, ne? Also, die sind wir schon begegnet, aber ich finde, die sehen immer aus wie so... So mit dem Rüssel vorne. Da hinten ist noch ein Brunnen, sehr schön. Ja, das Haus ist komplett abgebrannt. Oben. Ein Rädchen. Oh. Das ist nur wertvoll, ne? Wertvoll kombinierbar. Holzziege. Sehr wertvoll, siehst du? Ich habe gleich gesagt, da können wir einen dicken. Können wir wieder glücklich machen. Sind keine Krähen. Brücke ist auch oben, da können wir auch nicht mehr rein. Interessant, interessant, interessant. Das ist schon... Oh. Wo kommen die aber immer her?
Nice. Was zu lassen? Nein, da habe ich schon einen gesammelt. Okay. Ja, man, wir müssten ja noch den Dietrich haben. Da oben ist er. Und dann können wir jetzt hier in dem Haus von der Hexe, bin ich der Meinung. Ja, wo war denn das? Ja. Mhm. Ui, sehr schön. Shotgun, Munition, okay. Hier kommen wir nicht raus. So, auf der Karte geht es jetzt. Zeremonienplatz, Zugbrücke können wir. Ah. Dann gehen wir mal die Zugbrücke hoch. Runter machen. Weil die konnten wir vorhin nicht betätigen. Weil wir noch kein Kurbelrad hatten. Hm. Mal kurz auf die Uhr gucken, nicht, dass ich wieder zu lang mache. Passt, läuft alles ganz gut. Ach, heißt ja nicht umsonst Brunnenkurbel, ne? Oh Mann. Ich hoffe, ich wäre damit jetzt weitergekommen an der Stelle. Aber nicht. Warte mal kurz. As you wish. Ah, yes, I have you. Find some quality ingredients and bring them to me. Noch irgendwas? Ist noch leer, ausverkauft. Das ist das Scharfschutzmuni, Flintenmuni, brauchen wir alles nicht. Mal verwerkstatt. Feuerkraft. 160. Die wird der Würfel gleich 10.000 wir haben, der spinnt doch. Einkauf. Ja, sehr schick. To think I would buy such things. Ja. Die Frage, warum du das. Heizkette mit zwei Fassungen. Bits and Bobs. Oh nein. Hier, Holzziege, 15 Piepen. Seht ihr mal. Reich. Den behalten wir noch. Aber das eine hätten wir jetzt kombinieren müssen. Dann hätten wir noch ein bisschen mehr bekommen für die Holz. I look forward to seeing the fruits of your exploration. Dicker, bin noch gar nicht fertig. Window sharp away. Leave this to me. Okay. Tauschen wir doch. Delighted to. 42, sie ist jetzt schon bei 26 bei Stufe 2. Hier sind wir auch bei Stufe 2 bei 42. 350 und hier 170 schon. Hm. Na. Have a wonderful adventure. Eigentlich ist es egal, welche Waffe wir benutzen, oder? Ja. Nur die Frage, wo wir jetzt hier lang können. Ist ja so gut wie alles zugemacht. Hier waren wir auch schon. Ja, das Haus haben wir auch schon abgesucht. Mal überlegen. Mal kurz die Karte anschmeißen, das ist die dicke. Da geht's dann nach oben. Wo geht's denn da lang bei ihm? Da rechts, hinter ihm. Okay.
Hier einfach an ihm vorbei. Na? Und rein da. Tür entriegelt. Okay, wir sind gleich auf dem Weg zu der Puppentante, wie er meinte, nicht zu dem Puppenmacher. Sollen es alles tote Kinder sein? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das sind wirklich nur Puppen. Kinderwagen. Na. Ich hab, oh, habe ich jetzt geschossen? Mist. Keine Aufmerksamkeit erhaschen jetzt hier. Ganz blöde Idee. Hä? Hey, ich will zurück. Was soll der Unfug? Ist ja gemein. Einfach zugewachsen, habt ihr das gesehen? Dabei wollte ich dann in einen Weg da oben reingehen, um zu gucken, ob da noch was ist. Ethan. What? Ethan, come with me. There's something I have to tell you. Mia? Träumt er das jetzt schon? What's going on? Verschlossen. Rose feels different. Ethan, you have to fix her. What the hell is this? Everyone leaves me. Even Rose. I don't want to be alone. This can't be real. Oh, Benevento. Freed from the binds of flesh, she now walks the valley of death. Death, okay, sehr gut. Am I losing it? Bin ich jetzt? Ernsthaft? Oh. Haben wir irgendwas vorne übersehen? Wo ist denn das? Hat's einfach. Hä? Das ist ja geil. Mit einem Foto einfach reingekommen. Na, wir hatten nichts Flaches, anderes Flaches gehabt. Dann habe ich überlegt, komm, schmeiß es einfach rein. Und das hat wunderbar funktioniert. Bring mich nach oben. Oh nö, oh nein. Mach deine scheiß Taschenlampe an, dafür hast du sie doch. Okay, wir können von zwei Eingängen angegriffen werden, das ist doof. Komm mit mir, Ethan. Oh. Hat die so eine kleinen übernatürlichen Kräfte, dieses kleine Puppenvieh? Also der Part mit dem Schloss war schon ganz cool gemacht, wie die große, also das Riesenbaby uns immer gejagt hat. Mhm. Wie lange fahren wir denn hier noch? Ey, Mann, 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 endlich. So, an dieser Stelle beende ich die Folge und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, mach's gut, bis bald. Dein Ferenkort, aka Damir. Ciao, ciao. Willkommen in der Endcard. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch einfach ein Like da. Ansonsten, wenn dir der Kanal auch gefällt, ein kostenloses Abo dalassen, würde ich mich sehr darüber freuen.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.